Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ihr die drei Drachenbosse auf den staubigen Boden des Pechschwinghortes befördert habt, geht es weiter mit dem Schoßhündchen von Nefaria namens Chromaggus, welcher zu einem der abwechslungsreichsten und schwersten Encountern aus der Instanz gehört. Bevor wir aber ins Detail gehen, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, lasst doch mega gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank auf jeden Fall. Bevor ich euch aber jetzt zeige, wie ihr euch so richtig positioniert, gehen wir mal im Vorfeld alle Fähigkeiten durch, dann macht vor allem die Positionierung gleich noch mehr Sinn. Der Boss haut jedem, der sich im Sichtfeld befindet, alle 30 Sekunden abwechselnd 2 von 5 verschiedenen Atem um die Ohren, die pro Instanz-ID zufällig gewählt werden. Diese werden in 5 Farben aufgeteilt. Schwarz, welcher für eine Minute alle 3 Sekunden Feuerschaden macht. Blau, welcher Frostschaden zufügt und euch langsamer zuschlagen lässt. Grün, der Naturschaden via Dot macht und eure Rüstung für 15 Sekunden verringert. Rot, welcher direkten Feuerschaden macht. Sowie Bronze, welcher das Ziel stunt und die Aggro sowie das Leben für 6 Sekunden halbiert. Diese macht allerdings keinen Schaden. Der bronzene Zeitraffer ist für uneingespielte Gruppen definitiv das Nervigste. 2 von diesen Atem bekommt ihr dann pro ID zugewiesen, diese ändern sich dann auch für die Woche nicht mehr. Rausfinden tut ihr dies allerdings erst, wenn ihr sie das erste Mal abbekommt. Außerdem nochmal zur Erinnerung, den Atem bekommen nur die Leute ab, welche im Sichtfeld stehen, also im besten Fall nur der Tank. Zur Positionierung dann aber wie gesagt gleich noch mehr. Der Atem wechselt sich zudem ab, als Beispiel kommt nach 30 Sekunden der Blaue, wieder 30 Sekunden später der Rote und wiederum 30 Sekunden später der Blaue. Einer einfach immer alle 30 Sekunden abwechselnd mit dem zweiten. Eine weitere Fähigkeit ist die Raserei, welche ihr schon von Bossen wie Magmada aus dem geschmolzenen Kern oder dem gerade eben gelegten Drachenboss namens Flamegore kennt. Diese zündet der Boss alle 10 bis 15 Sekunden, teilt also eure jeweiligen Jäger dafür ein. Zudem zündet der Boss in regelmäßigen Abständen sogenannte verschiedenfarbene Brutgebrechen. Das sind Dots in Form von Flüchen, Magie, Krankheiten sowie Giften, die unbedingt entfernt werden müssen. Hier hilft zudem auch kein Line of Sight, also aus der Sicht des Bosses gehen, da diese Fähigkeit wirklich jeder abbekommt. Gehen wir die verschiedenen Dots aber fix einfach mal im Schnelldurchlauf durch. Schwarz erhöht den Feuerschaden um 100%, muss also direkt vom Main Tank runter gecursed bzw. entflucht werden. Blau verbrennt Mana und erhöht die Castzeit als Magie-Dot. Grün macht Schaden über Zeit und verringert die Heilung als Gift, was ebenfalls direkt vom Tank runter muss. Und Rot macht ebenfalls Schaden über Zeit. Wenn dadurch zudem noch ein Spieler stirbt, heilt er Chromaggus. Das ist eine Krankheit und sollte natürlich auch entfernt werden. Der letzte und nervigste Dot ist der Bronzene, welcher das Ziel periodenweise für 4 Sekunden stunt. Dieses kann allerdings nur mit der in der Instanz beim Trash gefundenen Stundenglassand entfernt werden und sollte auf die Spieler aufgeteilt werden. Habt ihr davon nicht genügend für den kompletten Raid, sollte auf jeden Fall der Tank, die Heiler sowie die Jäger einige davon haben. Hat ein Spieler alle 5 Gebrechen, verwandelt sich dieser in ein Drakonid und kämpft gegen den Raid, soweit sollte es allerdings nie kommen. Als letzte Fähigkeit hat er ab 20% einen Enrage, in dem er nochmal deutlich mehr Schaden macht. Es bietet sich also an, eure CDs für diese Phase aufzuheben. Fassen wir jetzt aber nochmal in ein paar wenigen Sätzen zusammen. Der Boss spuckt euch alle 30 Sekunden einen von 5 Atem entgegen, welcher allerdings durch Line of Sight verhindert werden kann. Insgesamt sind es 2 zufällige Atem pro ID. Zudem bekommt jeder Spieler in regelmäßigen Abständen ein Dot, welcher entfernt werden muss. Die Tanks haben bei den meisten immer Prio. Der Bronzene kann zudem nur von dem gefundenen Stundenglassand entfernt werden. Die Jäger entfernen mit ihrem einlullenden Schuss die Raserei von Chromaggus. Jäger also absprechen bitte. Ab 20% gibt es noch einen Enrage, deswegen am besten ein paar Cooldowns aufheben. Bevor wir uns also wie immer die Aufgaben der jeweiligen Rollen anschauen, gehen wir noch die Positionierung bei dieser Taktik durch. Die Heiler und Ranged-DDs stehen bei dieser Taktik links an der Wand. Der Boss selbst wird so getankt, sodass die Heiler den Tank noch in Sicht haben, der Boss sich allerdings aus dem Sichtfeld befindet. Am besten am Ende der 2 großen Platten zur Orientierung. Geht jetzt allerdings als Main-Tank noch ein paar Schritte nach rechts, sodass der Boss mit dem Rücken etwas näher zum Melee-Camp steht, welches sich hinter der Säule Schutz vor dem Atem sucht. Dadurch kommen diese etwas leichter an die Hinterseite von Chromaggus. Die Ranged-DDs laufen jetzt einfach ein Stückchen nach vorne, machen Schaden und bei Ansage, dass der Atem kommt, geht's wieder zurück an die Wand. Die Main-Tank und Ranged-DD-Heiler können soweit stehen bleiben. Es bietet sich an, noch jeweils einen Heiler zum Dispeln aller Arten ins Melee-Camp zu stellen. Wenn ihr das nicht macht, müssen sich die Heiler nach jedem Atem kurz ums Eck bewegen, was natürlich auch geht. Der Main Tank positioniert in seiner normalen Ausrüstung den Boss so, dass die Heiler und Ranged-DDs an der Ecke gepresst keine Sicht mehr zum Boss haben und das Melee Camp leicht um die Säule laufen kann, zudem noch schnell an das Hinterteil kommt. Ihr müsst euch im besten Fall nach einmaliger richtiger Positionierung keinen Meter mehr bewegen. Wenn ihr Pech habt und der bronzene Atem kommt, werdet ihr jetzt alle 60 Sekunden gestunt. Jetzt muss der zweite Tank unbedingt zweiter in der Aggro sein und sich Line of Sight verstecken, sodass er direkt die Aggro für die nächsten 6 Sekunden bekommt. Wenn diese vorbei sind, hat der Main Tank im besten Fall wieder den Boss auf sich, da die Aggro-Reduzierung nur für die 6 Sekunden gilt. Sollte also allgemein einer der beiden Atem bei euch der bronzene sein, solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch nicht alle davon treffen lasst, bis auf der zweite Tank
Tank und ein paar Heiler. Dann ist gewiss, dass der Second Tank die Agro bekommt und eure DDs müssen weniger auf ihr Agrometer schauen. Alle anderen Atem gilt es aber natürlich zu vermeiden. Wenn euch zudem als Main Tank das bronzene Gebrechen trifft, was passieren wird, dann nutzt euren Stundenglas an, sonst werdet ihr in regelmäßigen Abständen für 4 Sekunden gestunt. Hebt euch zudem ein paar Cooldowns für die letzten 20% auf, da geht ihr nämlich in eine Art Enrage und macht mehr Schaden. Eure Hauptrolle ist es richtig zu moven, wenn ein Atem kommt. Drückt euch natürlich an die Wand, anschließend habt ihr dann wieder knappe 30 Sekunden Zeit, um reinzufeuern. Wenn Chromaguss ein Emote macht und im Chat steht, Chromaguss weicht zurück, als die Haut schimmert, ist dieser anfällig gegen eine bestimmte Art von Magie und so gut wie resistent gegen die anderen. Macht auf jeden Fall Schaden dieser Art, auch wenn es nur mit eurem Zauberstab ist. Kommuniziert es am besten kurz in eurem Voice-Chat. Seid ihr ein Magier, entflucht, was das Zeug hält, die Main-Tanks natürlich immer als erstes. Als Mage könnt ihr zudem mit Eisblock die Gebrechen entfernen. Jäger, sprecht euch unbedingt ab, zwecks eurem einlullenden Schuss, alle 10 bis 15 Sekunden ist es nämlich soweit. Die Hexenmeister, bis auf einen mit geskillten Wichtel, welcher im Vorfeld für den Main-Tank positioniert wird, können ihre Teufelshunde rausholen und mitdispeln. Teilt euch als Heiler auf jeden Fall richtig ein. Stellt dedizierte Main-Tank-Heiler und zudem Leute ab, die von der jeweiligen Schule, also Magie, Fluch, Gift und Krankheit, priorisiert die Debuffs runternehmen. Die Tanks natürlich zuerst, vor allem der schwarze Fluch wegen 100% mehr Feuerschaden, sowie das grüne Gift zwecks 50% Heilungsreduzierung. Packt außerdem 2 bis 3 Heiler in euer Melee-Camp, um diese zu dispeln und zu heilen. Am besten von jeder Heilerklasse einfach ein. Wenn der bronzene Atem euren Main-Tank trifft, bedenkt zudem, dass der Off-Tank gleich gut Schaden kassieren wird. Stellt euch außerdem auf die 20% Enrage-Phase ein. Die Nahkämpfer laufen nach Ansage entweder nach dem ersten Atem oder direkt nach dem Pull zum Boss und machen Schaden. Wenn der Atem kommt, müsst ihr hinter der Säule im Eck stehen, um diesen zu vermeiden. Sollte einer der Atem der Bronzene sein und ihr vor allem hohe Aggro haben, dann könnt ihr nach Absprache mit eurem Raidleiter bei diesem einfach stehen bleiben, da er euch nur stunt, eure Aggro reduziert und keinen Schaden macht. Dadurch könnt ihr bei dieser Fähigkeit keine Aggro ziehen. Der zweite Tank muss diesen natürlich unbedingt vermeiden, das Moven ist hier wirklich das A und O. Als Vorbereitung könnt ihr hier auf jeden Fall Regenerationstränke mitnehmen, die sparen euren Heiler definitiv massig an Mana, da sie alle 5 Sekunden einen Magie-, Fluch-, Gift- oder Krankheitseffekt aufheben. Umso weniger eure Heiler dispeln müssen, umso mehr können sie heilen. Schaut zudem, dass euer Addon namens Deadly Boss Mods aktuell ist und vor allem gebt mal /dbm ein und schaut, dass wirklich alle Warnungen aktiv sind. Vor allem die Warnungen für die Jäger zwecks der Raserei ist standardmäßig nicht aktiv. Geht am besten gleich mal alle Bosse durch und klickt an, von was ihr gewarnt werden wollt. Alternative Taktiken gibt es natürlich auch wieder einige, die meisten davon hängen aber mit der Positionierung zusammen. Viele spielen das ohne eigenes Melee-Camp, sodass diese immer wieder zurück zum Heiler und Range-DD-Camp laufen. Andere machen zwar ein Melee-Camp, das jedoch auf der komplett anderen Seite vom Boss. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer mega über einen Daumen nach oben und vielleicht da sogar einen Kommentar oder ein Abo freuen. In diesem Sinne, viel Spaß bei Chromaguss und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.